So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die in 7 Days to Die. Wir sind noch mitten am Tag, nicht? Das ist ein neuer Tag für mich, nämlich. Muss mich gerade neu orientieren. Und wir wollten nochmal in die Stadt hier rechts, also in die Richtung. Und nochmal gucken, ob wir den ein oder anderen Poi erobern können. Also Point of Interest, ob es da irgendwas gibt, was wir uns noch holen können. Wir brauchten noch einen Schraubenschlüssel. Ansonsten, Bogen ist endlich Level 5. Das ist sehr gut, wenn wir legendäre Teile finden. Das glaube ich aber eher in der Stadt im Norden. Dann können wir den sogar auf Level 6 bringen. Wir haben genug Nahrung, wir haben genug Essen. Also das reicht für 2-3 Wochen. Zumindest das Essen, Trinken. Gut, haben wir den Wassersammler auf dem Dach. Das ist also auch alles soweit okay. Wir haben ein paar Schusswaffen in Reserve. Aber ich bin mehr so der Pfeil- und Bogentyp. Nicht so der Schusswaffen-Fanatiker. Was wir bräuchten, um zum Beispiel gegen Hunde gewappnet zu sein, ist auf jeden Fall der Schockstab. Ich habe nur noch keinen passenden Laden gefunden, wo das drin sein könnte. Bedeutet, wir müssen noch einen Laden finden. Ja. Klock, 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 klock. Steine und Holz müssen wir uns auch noch holen. Links sind so ein bisschen. So, 130, das reicht. Ich weiß nicht, wo wir reingehen wollen. In den meisten, oder in vielen waren wir schon drin, nicht? Ein paar waren ein bisschen kritischer. Ich glaube, ich habe bei einigen das Hauptloot-Ding nicht entdeckt. Das muss so ein bisschen versteckt sein. Weil, also der eine Container war zum Beispiel super enttäuschend, nicht? Da war, was war drin in der Superkiste? Ein Stofffetzen. Also, danke dafür, aber auch nicht danke dafür. Von daher, ja, vielleicht finden wir irgendwo noch eine bessere Kiste. 16 Uhr. Wir können aber auch nicht zu lange machen. Also, wir brauchen so eine Stunde hierher und zurück. Oh, eine Tausender. Hier waren wir auch schon drin, oder? Warte, die Tür da. So, den haben wir. Oh, verdammt. Das ist wirklich eine Schlange. Ist da nicht nur ein Zombie? Okay, kann ich eigentlich nicht glauben. Aber scheint so. Unsere Türtaktik hat auf jeden Fall geholfen. Bücher auch immer wichtig. Ja, super. Und hallo CF, was spielst du da? 7 Days to Die. Ein ganz bekanntes Survival-Game, was nach Jahrzehnten den Early Access verlassen hatte. Letzten Monat, diesen Monat, letzten Monat, nicht? Genau, und ist jetzt in der Version 1.0 draußen. Voxel-like-Game. Man kann also die Welt komplett abbauen. Die Welt ist riesengroß. Ja, kann man sich zumindest einstellen. Ich glaube, die ist jetzt hier 10x10 Kilometer oder sowas. Oder noch größer, 15x15. Genau, muss eine Basis bauen und sich gegen Zombies behaupten. Hoffe ich zumindest, dass ich mich behaupte. Aber wir sind auch schon einmal gestorben. Man kann auch Permadeath einstellen, wenn man lustig ist. Aber wir spielen eine softere Variante. Ich mag dieses Hardcore-Gaming nicht unbedingt.
Das habe ich mir tatsächlich mal gekauft. Werde ich mal anspielen. Kann ich nur empfehlen. Scheiße. Mein Gott. Du dreckiger Hund, du. Sitzt du da hinten drin in der Ecke, Alter. Meine Fresse. Hat er uns infiziert? Nicht. Aber wir haben gebrochenen Arm. Shit. Das ist ungünstig. Verstauchung nur. Nachladen, Schwung, Zeit heilen. Bei Fernangriff oder Kräftigung verzögert sich die Heilung. Oh, das ist nicht gut. Ich habe die Hundehütte übersehen. Aber ich dachte, wir haben den Hund hier draußen schon getötet. Ich hätte nicht gedacht, dass der da hinten in der Ecke sitzt. Mann, so Mist. Und hallo, Elias. Oh. Ich hasse Hunde. Deswegen brauchen wir den Schockstab. Und den müssen wir unbedingt finden. Gut gemeinte Rat, man kennt den Chat unten eh nicht. Mach dein Facecam lieber kleiner und zeig mehr vom Spiel. Das geht ja nicht, weil das Spiel ist schon auf seiner maximalen Breite. Das ist im vertikalen Layout leider nicht möglich. Aber ihr könnt auf das horizontale Layout wechseln. Da habt ihr keinen Chat und das volle Spiel. Müsst dann nur den Stream wechseln. Das habe ich alles eingestellt. Das hier ist nur die vertikale Aufnahme für Handys und für alle, die es kompakt haben wollen. Oh oh. Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Oh, es hat aber auch seine Schwächen manchmal. Und ich sag mal so, für Anfänger kann es sehr frustrierend sein. Und selbst für welche, die das Spiel kennen, kann es frustrierend sein. Dahinter sitzt einer, wette ich. Hier ist keiner. Getränke? Getränke sind nämlich super wichtig. So. Haben wir. Kaffee. Ja. Oh, ein kleiner ist es sogar nur. Ja, komm her. Suchst du deine Mama? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Doch, da ist sie. Da war sie. Ich glaube, wir haben hier alles. Also manchmal haben die Ohren, wo ich mich frage, wie hören die das? Und manchmal kriegen die gar nichts mit. Zack. Okay, haben wir irgendwas Spannendes hier? Was sind alles nur Standardkisten, nicht wahr? Wir suchen nämlich immer besondere Kisten, weil da sind besondere Sachen drin. Aber da müssen wir in so ein Working Stiff Tool oder sowas gehen. Aber bisher habe ich noch keinen gefunden und den ich gefunden hatte, der hatte nichts. Sehr schade. Wo auch immer das hinführt. Kaffee. Wir müssten eigentlich 3 Minuten nichts machen, aber da gleich Nacht ist, können wir es über Nacht heilen lassen. Der Arm darf nur nicht brechen. Das wäre wirklich schlecht, weil dann ist er 12 Minuten Echtzeit kaputt. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir zumindest nicht getroffen werden. Das wäre schon wichtig. Aber solange kein Hund kommt, passiert eigentlich auch selten was. Nur Hunde sind halt wirklich echt übel. Ah, schade, keine Medikamente. Tür ist zu. Bücher. Wichtig. Aber über Bücher lernt man. Deswegen
Immer schön die Bücher lernen. Und dann kann man nämlich neue Sachen machen. Erntewerkzeuge können wir herstellen, bessere. Sehr gut. Erst zu. Im Schrank definitiv einer, oder? Hä? Keine Zombies? Okay, dann war ich hier schon mal drin, nicht? Egal, wir looten. Nehmen wir alles einmal mit. Kann man nämlich gebrauchen. Bücher. Ah, okay, ist leer. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Da geht's raus. Okay. Ja, durch die Türen und so kann man sich auch arbeiten. Das machen wir aber dann zum anderen Zeitpunkt. Das heißt, von da bis da haben wir das Haus gelootet. Noch irgendwas, was wir schnell mitnehmen können? Eher nicht. Dann würde ich sagen, sammeln wir lieber unterwegs ein bisschen Stein und Co. Wir müssen uns nämlich auf die Horde-Nacht vorbereiten. Wer es nicht kennt, alle im normalen Spiel 7 Tage. Ich habe 10 Tage eingestellt, weil mir das mit 7 Tagen zu kurzfristig ist. Kommt eine riesige Horde Zombies die gesamte Nacht lang, die sogenannte Blutmondnacht, und zerlegt einem die Basis, wenn man nicht gut gebaut hat. Und es gibt verschiedene Mechaniken, Taktiken, aber wir spielen unsere eigene Variante und ja, machen das Beste daraus. Irgendwelche Profis würden schreien, nein, so macht man das nicht, man muss erst das klicken und das klicken, aber wir spielen so, wie es uns gefällt. Keine Guides, kein Nix, kein gar nichts, nicht? Wir wollen einfach nur Spaß am Spiel haben. Und das ist beim Spielen immer das Wichtige. Spielt so, wie ihr das wollt und so, wie ihr Spaß habt. Und wie Thor von Pirate Software neulich gesagt hat, zum Beispiel bei League of Legends, ihr werdet da wenig Spaß haben. Ihr schreit wahrscheinlich immer nur an, wie doof eure anderen Kollegen sind, wenn ihr kein gutes Team habt. Und das ist sicher nicht gesund und macht Spaß auf Dauer. Von daher spiele ich sowas nicht. Und ich merke immer, wenn ein Spiel mich eher zum Aufregen bringt wie Kingdom Come Deliverance, dann sollte man wahrscheinlich eher sagen, komm, ist zwar ein geiles Spiel, aber spielt's vielleicht doch nicht mehr weiter. Wir werden es jetzt nochmal probieren nach der Urlaubspause mit Kingdom Come Deliverance, aber ich bin gespannt. Ich meine, die Quest ist cool und alles und die Welt ist richtig geil, aber so die Mechaniken, die Haptik fühlt sich in dem Spiel halt nicht so gut an. Auch hier, muss ich gestehen, ist die Haptik, so Entfernung zu Zombies, können die mich treffen und nicht, meistens nicht ganz so geil. Tja. Und was auch wichtig ist, am Anfang hat man massive Probleme, Wasser zu finden. Oder, ja, es gibt Möglichkeiten und Wege, nicht, um an Wasser zu kommen, auch relativ schnell. Aber die muss man kennen. Wer sie nicht kennt, stirbt. Also Wasser ist auf jeden Fall das A und O. So, es ist 20 Uhr. Ich würde sagen, jetzt beeilen wir uns, dass wir nach Hause kommen. Und wir müssen mal auf Stahlpfeile umschwenken, würde ich auch sagen. Bedeutet, wir müssen ein bisschen Clay abbauen gehen. Den habe ich nämlich noch gar nicht. Oder nur in sehr geringen Teilen. Und da wollten wir am nächsten Tag die Sammlerquest für die Händler machen mal. Da kann man nämlich so, es gibt Händler auf der Karte und da kann man Aufgaben für die erledigen. Und ja, das wollen wir dann mal machen. Mache ich ungerne, viele machen halt nur Händler. Da kann man sich in Level hochbringen und kriegt dann besseren Loot und sowas. Aber ich bin kein Fan von dieser Händlermechanik, deswegen nutze ich sie einfach auch für mich nicht. Wer die letzten Folgen zugeguckt hat, der weiß das. Ist halt Geschmackssache. Nicht? Man muss ja nicht alle Spielaspekte mögen und nutzen. Genauso wie bei Worker and Resources habe ich halt zum Beispiel die Distributionsbüros nicht genutzt. Wer mein Let's Play dazu kennt, der weiß es. Die gibt es ja auch von Anfang an und man muss sie dann erforschen, aber so richtig. Mir machen die nicht so Spaß. Ich bin lieber der Planer, der das selber einrichtet. Und so kann man Spiele aber auch für sich halt positiver gestalten. Und das sollte man dann auch machen, nicht wahr?
hoffe nicht, dass hier irgendwann mal irgendwie ein Killerbär oder sowas auftaucht. Da hätten wir Probleme. Oh, der war schon kaputt. Okay, 20.42 Uhr. Wir müssen uns mal beeilen. Ich meine, die Nacht ist nicht so schlimm eingestellt hier. Ich habe zum Beispiel, weil ich nicht so eine Hand-Augen-Koordination habe, schnelle Zombies ausgestellt. Und sie sind mir teilweise immer noch zu schnell. Ein bisschen Bedrohung muss aber auch sein. Oh. Aber, ja, man muss es sich ja nicht unnötig versauen, so ein Spiel. Oh, die Bäume. Die sind alle schon kaputt. Und hallo Helena, willkommen zurück. Schön, dich zu sehen. Ich begrüße dich. Ich hoffe, du hattest einen halbwegs angenehmen Tag. Und kein Nacho-Koma von gestern. Wir sind auch gerade in der ersten Aufnahmefolge. Du hast noch nicht viel verpasst. Außer, dass ich mich hier vielleicht selber umbringe, wenn ich nicht aufpasse. 21 Uhr erst. Wir können noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Eine Stunde. Das würde ich auch machen. Vielleicht einfach die Bäume hier nehmen, einfach wegpfeffern. Die brauchen wir eh nicht mehr. Sind eh, glaube ich, schon alle gut kaputt. Und Steine brauchen wir auch noch. Und das Werkzeug ist auch kaputt. Und bessere Rüstung werden wir uns jetzt in der Nacht herstellen. Schule war super. Das freut mich. Also ich kann zwar selten oder konnte früher selten sagen, dass Schule super war. Die Berufsschule fand ich hingegen sehr, sehr klasse. Aber Schule war eher immer so ein... Ja, man hat selten das gemacht, was man wirklich wollte, nicht wahr? Das war sehr, sehr schade. Klong. 21.27 Uhr. Auge aufs Haus richten. Schaffen wir das? 100 Meter, halbe Stunde, geht immer klar. Warte mal, in welcher Klasse ich bin. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie zählt man heute? 12. oder so? Ich weiß gar nicht, wo Grundschule aufhört. 6. oder sowas, ne? Lang ist sehr bei mir. Sehr, sehr lang. Okay. 21.39 Uhr. Ups, rauf da mit uns. Jetzt hat das. Und rauf und rauf und rauf. In der vierten? Was? In der vierten erst? Und dann so ein Spiel? Eieiei. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Aber wer Grusel mag und schon S gesehen hat, ich glaube, da ist das dann eh... egal, nicht wahr? Okay. Wunderbar. Ich muss das hier mal teilen. Ja, so, dass wir mal so 200 dabei haben. Wir wollten ja Sachen machen. Okay, passt. Das können wir auch wegsortieren. Ja, das Fleisch ist auch alles egal. Das kann da rein. Das kann da rein. Die können auch hier rein, nicht? Die haben wir alle rausgenommen. Wir haben noch 20 Pfeile, die wir herstellen können. Machen wir auch. Und du liebst Gruseln. Okay. Wow, warum nicht? Also ich muss sagen, mir geht regelmäßig in diesem Spiel hier so krass die Pumpe. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht gesund für mich. Aber falls ich umkippe, dann gibt's wenigstens in die Let's Plays von mir. Okay, Wasser wird gekocht. Wir können mal gucken, ob wir noch mehr Wasser oben haben. Blaubeeren sind noch im Anbau. Ansonsten haben wir unseren Verteidigungskäfig.
Er sollte für die nächste Nacht reichen. Und wir könnten gucken, ob wir noch einen Wassersammler bauen können. Das wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Wenn wir da zwei hätten, dann können wir nämlich auch bessere Rezepte nach und nach herstellen. Tausammler. Tau. Verfolgen wir. Und was brauchen wir? Klebeband. Oh, wir haben nicht genug Klebeband. Bedeutet Stofffetzen und Glue und dann Klebeband. Deshalb bin ich hier, habe wenigstens einen sehr netten Streamer. Na, immerhin das. Man muss auch klein anfangen und wenig Anforderungen an den Tag haben. Einen netten Streamer zu haben, muss reichen. Nee. Aber geht mir auch so, ich will auch gerne einen netten Chat haben und das reicht mir persönlich auch viel mehr als irgendwas anderes. Und ich bin froh, nach der Arbeit noch Ablenkung zu finden, nicht wahr? Das ist ja auch immer wichtig. Arbeiten, ich kann euch nur empfehlen, arbeitet was, was euch Spaß macht. Und was euch auch wirklich Spaß macht. Und wenn es irgendwann nicht mehr Spaß macht, dann macht das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das so oder so rum besser wäre zum Zielen. Ich finde beides irgendwie auf die eine oder andere Weise schlecht und auch gut. Weil hier hätte man sonst die fetten Streben dazwischen gehabt, so wie hier. Und ich stehe meistens so ein Stück nach hinten eher. Von daher mag ich das eher als das, glaube ich. Naja. Nimmt sich am Ende wahrscheinlich nichts. Okay, können wir den daneben setzen? Wow. Wunderbar, dann muss ich den anderen nicht mehr abreißen. Und dann sammeln die jetzt hier ordentlich Wasser. Aufnahme erst 22 Minuten. Ja, was machen wir denn noch? Ach ja, das kann ich nicht zumachen. Wir können noch mal gucken. Wir haben bestimmt noch einen Charakterpunkt. 4 Punkte haben wir übrig. Und hallo Amanuel. Seid ihr beide wieder da? Jetzt du auch. Wie geht's? Ja, sehr gut. Ich würde sagen, ich will gerne meinen Bogenschießen noch einmal hochkriegen. Dafür muss ich aber das auf Level 5 kriegen. Das heißt, 2 Punkte da rein wären 3 Punkte weg. Und ich könnte sonst hier nichts von nehmen. Nur für Bogenschießen. Finde ich ein bisschen... So. Fortgeschrittener Ingenieur, das brauche ich alles nicht unbedingt. Oder, warte mal, gab es da... Gegenstände in der Schmiede werden schneller hergestellt. Kleber ist günstiger. Ah, super. Aber man findet nicht besser Teile. Was haben wir sonst noch? Hier hat man eigentlich das meiste von, so ein bisschen. Jägersmann könnte ich noch lernen. Mehr von Tieren. Aber so viel Essen brauchen wir gar nicht und Zeug aktuell. Heilfaktor, das geht auch wahrscheinlich erst als ab Level 5. Ne, das ab Level 4. Das ab Level 5. Das heißt, Ausdauertraining der Läufer könnten wir noch erhöhen, wenn wir hier 2 Punkte rein investieren. Das finde ich wichtig. Das würde ich mal machen. So. Dann können wir nächstes Mal nämlich hier auch eine Stufe hochgehen und die anderen Sachen lernen. War ein guter Arbeitstag. Ach, hattest du heute einen guten Arbeitstag? Och ja, es ging. Ein bisschen durchwachsen. Aber das ist halt Arbeit immer, nicht wahr? Ich meine, theoretisch ist das hier auch Arbeit. Aber auf einem anderen Level. Ich würde sagen, ein Punkt hier rein investieren und... Oh, Lumpensammler? Oder auf dem Bergknecht. Oder Hauptader. 40% mehr Erdstein, Geländeblöcke, Bäume mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln. Sehr stark. Und Bergknecht wird dem Werkzeugschaden und dem Blockschaden. Ihr spammt ja richtig die Herzen. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Das gibt's ja bei Twitch gar nicht. Das habe ich gesehen, richtig so ein Ausschlag. Danke dafür. Finde Werkzeuge und Teile in der Beute. Ah, das ist schon wichtig. Das ist alles wichtig. Auch Müllcontainertaucher. Ich gehe mal auf Packesel.
Bringt mir jetzt am wenigsten, aber wir haben ja noch 5 Tage, in denen wir leveln können und das umändern können. Das bist du. Okay. Hab mich schon gefragt, wer so oft hintereinander darauf drücken kann. Also ich könnte gar nicht so schnell klicken, dass es irgendwie in 5 Minuten oder 2 Minuten so hoch schießt. Okay, essen. Wir können einfach mal was essen. Ich würde aber sagen, wir essen einen Topf Essen, bevor wir losgehen, und trinken einen Kaffee dazu. Oh, ich weiß, was wir herstellen wollten. Wir wollten noch Chrysanthementee herstellen. Achso, haben wir gemacht. Okay. Ja, dann trinken wir ja Chrysanthementee-Zeugs einmal, nicht wahr? Bevor wir losgehen. Dann können wir den nochmal herstellen. Da unten ist noch so viel drin. 4, 5, 5,30. Okay, wartet. 5,30. Das ist 6. Ah, so muss reichen. Okay, das kann weg. Das kann weg. Und... oh, falsche Kiste. Ja, sagt aber auch nichts. So, und Kaffee weg. Heute, ich habe übrigens den Latenzmodus runtergestellt. Berichtet mir mal, ob das jetzt besser für euch ist. Ob ich mehr mit euch reagiere. Ich habe da so einen Trick gefunden. Ich habe mich im Internet schlau gemacht und das umgestellt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. So ein schöner Stream. Sehr schön. Noch gibt's aber nicht so viel zu gruseln. Das wird noch kommen. Obwohl, ein bisschen was zu gruseln gibt's immer im Bild. Bist jetzt jeden Abend am Start. Ja, aber wir werden nicht immer Gruselspiele spielen. Manchmal ist ja so, nicht, dass man manche Spiele lieber guckt oder weniger lieber guckt. Das muss man ja auch im Blick haben. Na, schade, nicht im Geländeschutzblock recovern die Sachen nicht richtig. Wir haben 109 Pfeile. Wie viel haben wir denn auf Vorrat? Oh ja, wir haben ja 3 Stacks Pfeile und dann noch Eisenpfeile. Apropos Eisenpfeile, wir hatten doch hier noch Eisenspitzen. Eisenpfeil. Federn brauchen wir auch dafür. Oh, kann man die nicht ersetzen? Das ist ja blöd. Okay, das heißt, wir müssen mal Federn sammeln, ohne gleich Pfeile draus herzustellen. Können wir eine Axt herstellen? Eine richtige Axt. Steinaxt, Feuerwehraxt. Okay. Ich guck mal. Eine Feuerwehraxt wäre auch was Starkes. Aber wir haben nicht genug Kleber. Wir haben in dem Spielstand echt schlechtes Lootglück. Wir brauchen unbedingt Kleber. Ich glaube, also nicht Kleber, Stofffetzen. Das heißt, wir müssen mal ein paar Sofa und so auseinandernehmen. Und ich glaube, ich sollte eine Schaufel mitnehmen, wenn wir buddeln wollen, nicht wahr? Das wäre vielleicht ganz clever. Habe ich denn noch eine Schaufel? Ich habe keine... oh, ich habe hier nicht mal eine Schaufel gefunden. Wartet, aber hier beim Schaufeln... den Totengräber-Mod. Und dann stellen wir selber eine Schaufel wenigstens her. Müsste ja ein bisschen ein gutes Level haben. Ja, Level 6 können wir nicht. Aber Level 5. Und die können wir dann nämlich verändern. Und diese schöne Gräbermod damit dran machen. Haben wir sonst noch eine Mod? Raketenwerferteile. Metallstachelmod. Das klingt gut. Was können wir noch machen? Strukturelle Klammermod. Verringert die Abnutzung, finde ich auch gut. Nehmen wir auch. 6 Leute schon gerade zu. Ja, guck mal an. Du bist dabei, egal welches Spiel. Das ist schön. Sowas brauche ich meine Kern-Community. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber, wenn sich sowas bildet. Mmh.
Lenkt die antreibenden Gase ab, um den Rückschlag zu vermindern. Nee, das brauchen wir nicht. Dann Waffe. Nee, den Bogen nicht. Bogen verändern. So, weniger Abnutzung. Immerhin schon mal das. Und beim Knüppel. Können wir einen besseren Knüppel herstellen inzwischen? Knüppel. Nee, Level 4 immer noch. Dann bringen wir da die Rüstungszerdepperung an. Ich meine, wir haben legendäre Teile. Wir könnten bessere Sachen herstellen, nicht? Also ich könnte zum Beispiel eine Steinaxt in höheren Level herstellen. Aber das hebe ich mir natürlich für bessere als eine Steinaxt auf. Wer weiß, wie oft ich die finde. So, Rüstung. Was haben wir an Rüstung? Wir haben Level 4 Rüstung. Primitive Kapuze, Outfit und Co. Können wir da Level 5? Ja, da können wir Level 5 schon mal herstellen. Was fehlt? Stofffetzen und Klebeband. Okay, das haben wir alles nicht. Also Klebeband ist unsere Nemesis gerade. Da müssen wir uns also drum kümmern. Ich nehme mal nur einen Verband mit. Und vielleicht auch nicht so viel Essen. So, zwei Essen, zwei Trinken und wir füllen uns auf, wenn wir losgehen. Sehr gut. Alles klar. Ich würde sagen, die Folge ist vorbei und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.